Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount & Blade 2 Bannerlord. Mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir versuchen heute Asuka einzunehmen, also oder wir versuchen immer noch Asuka einzunehmen. Das ist, glaube ich, die letzte Siedlung. Ne, Kassira hat er auch noch. Aber das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass er das behält. Es ist krass, also ich habe noch ein paar Tage hier auf dieser Brücke ausgeharrt. Und jetzt kam einer unserer Verbündeten an und der trieb dann einige dieser Truppen hier auf die Brücke, sodass ich die angreifen konnte. Die da spielen halt nicht mit. Aber dann kann ich diese 268 Mann jetzt hier aufreiben und vielleicht stelle ich mich gleich noch rüber. Immer wieder witzig zu sehen, dass ein Großteil dieser Garnison sich hier drüben nach Salm aufmachte, um dann dort Truppen zu rekrutieren. Merkwürdigerweise scheint die KI keinen Verschleiß aufgrund von Getreide oder ähnlichem zu bekommen. Zumindest sind diese Armeen hier die ganze Zeit unterwegs. Oder sie haben einfach sehr viel Nahrung dabei. Das kann natürlich auch sein. Wir werden jetzt einmal noch diese Schlacht hier machen. Und dann schauen wir mal, wie das gleich weitergeht. Oder was wir da weitermachen können. Ich kann hier... You're the commander. You will be able to... Blablabla. Okay, alles klar. Dann machen wir das mal. Weil wir auch der Kommandant sind, dann können wir doch gleich mal einen Teil unserer Infanterie... Ups, da hat es jetzt echt nochmal ein bisschen geruckelt. Und die mal hier hin. Dann werden wir uns mal hier so ein bisschen positionieren. Da scheint auch schon ein bisschen was an Kavallerie angehoppelt zu kommen. Sonst hätten unsere ersten Bogenschützen, glaube ich, noch nicht geschossen. Ihr bewegt euch mal hier hin. Ihr bewegt euch mal hier hin. Und die Briten im Bogenschützen kommen mit mir. Nee, ich glaube, das war tatsächlich nur... Da war jemand nervös und hat mal aus Nervosität alleine geschossen oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Junge, hältst du mal an? Ich drücke schon die ganze Zeit nach hinten, das Pferd, ey. Das hat ja einen Bremsweg wie ein 40-Tonner hier. Na, okay, gut. Ich meine, der Panzer ist natürlich auch ordentlich schwer, ne? Kavallerie, stellen wir bitte da auf den Hügel. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Position, um von dort aus sich runter auf die Feinde zu stürzen. Junge! Okay, muss man gerade gucken, ob der einen Kill macht mit dem Schuss. Ne? Dann muss ich den befördern. Der schießt auf die Kaff da hinten. Ehre! Aha. Wir gucken uns das erstmal so ein bisschen an. Es sind keine Treffer dabei gewesen bisher. Wo reitest du hin? Ja, also ich muss auch sagen, da ist mir die... Also die Distanz ist jetzt, glaube ich, echt groß. Ne? Auf der anderen Seite ist das da natürlich auch ein riesen Fleischberg. Ne? Da kann man nicht so gut daneben schießen. Außer man heißt Merovic von Habsburg. Ha! Getroffen. Ich habe auf den Steppenbogen übrigens gewechselt. Aber ich schieße nicht gut mit dem. Ich treffe nichts. Oh, jetzt aber, komm. Genau. Stirb. Lebe ab. Lebe ab. Und dann steige ab. Alter, kannst du mal aufhören mit dem... Könnt ihr mal aufhören, den Typen da zu blocken? Na also. Ey, fünf Hits brauchte ich für den Typen. Einfach nur, weil mein Bukelarius den Typen die ganze Zeit geblockt hat. Alter, ich krieg einen Anfall. Kannst du mal... Ey. Ohne Schwachsinn, ne? Jetzt mal ohne blöd, Leute. So, jetzt retten wir mal hier gerade die Bogenschützen.
Oh. Hey, ich wollte auch. Oh Mann, ey. Fraglamer. Wow. Meine Billo-Bauern haben den Gen runtergejolot. Krass. Ja, das war natürlich nicht so schlau, frontal auf diesen Speerkämpfer dazu zu reiten. Aber ich lerne ja nicht aus meinen Fehlern. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es mehr darauf ankommt, in welche Richtung das Pferd gedreht ist, als auf die, als die Art, in welche Richtung ich hier so gedreht bin. Na, also ich kann mich so auf dem Pferd ja so hin und her drehen, wie so eine Schleiereule um 180 Grad, so nach dem Motto. Aber das bringt teilweise nicht wirklich was, sondern es scheint wichtiger zu sein, wo das Pferd hinguckt. Jetzt hat er... Es ist, ey, du hast ihm das Leben gerettet. Jetzt, was sind das für Leute hier? Ich muss ihn. Erinnert mich dran, dass ich dieses nächste Mal absteigen lasse. soll die ganze Kaff hinten stehen und nichts machen. Unfassbar. Okay, wir haben nur zwei Mann. Ne, warte, das ist der Hermold, ne? Der Helmold. Sechs Mann haben wir verloren. Infanterist, Sturgeon Soldier. Imperiale Equities. Chaval Beduin. Oh, schade. Oh, Mann, ey. Okay. Ja, du bist mein Gefangener. Das ist übrigens Billy Thor. Das ist nicht, wie heißt er? Der Lucon. Er sieht zwar aus wie Lucon, mit einem Auge weniger, aber es ist nicht Lucon. Lalalala. Wir haben ganz viele Gefangene gemacht und jetzt haben wir, jetzt müssen wir nochmal 6 Einheiten rekrutieren. Okay, also erstmal werten wir noch hier so ein paar Typen auf. Machen wir ja immer. Mameluk, dann kann ich den nämlich auf den Gaul setzen. Armbrustschütze. Mameluk und Infanterie und aufwerten. Geht nur einmal. Haramis kann ich nicht aufwerten. Ich habe wieder einen Harami bekommen. Genau, stimmt. Ich habe irgendwann mal eine Armee angegriffen, wo ein Harami drin gewesen ist. So, was nehmen wir denn? Imperialer Veteranenbogenschütze ist ganz gut vom Tier her. Imperialer Veteraneninfanterist ist ganz gut. Haben wir da irgendwo Kaff? Ja, haben wir. Okay, also das ist Tier 1 Kaff. Ne? Hebt die, lass mal noch. Was haben wir da? Tier 3 Kaff, die können wir nehmen. Dann, ja, imperialer schwerer Reiter auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch die regulären Mamelucken. Wie viel haben wir jetzt? Ah, wir sind mit einem zu viel. Okay, pass auf, weißt du was? Wir schmeißen irgendein Tier 1 Fritzen, schmeißen wir raus. Das ist kein Problem. Ja, schmeißen so einen Asrei-Rekruten raus. So, wie viel Truppen können wir wieder mit rein? Wir sind bei 150, 7 Einheiten. Okay, dann 4, 6 und... 7. Und das nehmen wir alles mit, denn im Zweifelsfall schlachten wir unsere Pferde. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir gleich hier so weiterkommen mit unserer Stadtbelagerung. Die Gelegenheit ist ganz günstig. Der ist jetzt gerade mit der kompletten Garnison rausgelaufen. Dann laufe ich mal ganz schnell hier hin und belagere das Ding mal. Und dann bauen wir uns mal ein Trebuchet hier hin. Und ein Trebuchet hier hin. Und ein Trebuchet hier hin. Und ein Trebuchet hier hin. Wir haben auch, also wir haben noch ausreichend Nahrung, aber wir müssen natürlich auch da ein bisschen gucken. Ach, guck mal, will er jetzt angreifen? Immer ganz interessant zu sehen, dass er es nicht tut, ne? Jetzt hier, die lungern jetzt hier wieder, die lungern hier jetzt rum. Ich
Okay, Beziehung mit Visachtos hat sich geändert. So, ich kann. Ah ja, guck mal hier, da ist so einer von uns da. Der Seraphit, da ist er. Der Jori kommt noch zu uns. Thank you very. Du bist fertig. Remove. Da muss man aufpassen, die damagen das Ding, glaube ich, trotzdem. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die machen trotzdem Damage an unseren Einheiten. Ihr müsst echt. Ich habe ja im letzten Part übrigens. Ja, das tickt jetzt immer weiter hoch. Das ist tatsächlich nicht so nice. Wir sind bei 1400. Ich habe übrigens im letzten Part über die Versorgungslage von mittelalterlichen Armeen gesprochen, wovon sich die Soldaten so ernährt haben. Dann könnt ihr mal hier oben auf das I klicken und dann seht ihr das da oben. Na, war ich zu langsam. Okay. Tatsächlich sind die ganz gut, was die Hitpoints angeht, die Onaga. Warte mal. Da fehlt mir noch einer in der Truppe, ne? Da können wir doch. Wir können übrigens außerdem, den können wir mal gerade upgraden. Die kriegen trotzdem Erfahrungspunkte, das ist ganz nice. Wir haben ja so einen entsprechenden Skill. Was können wir denn noch nehmen? Keine Kavallerie jetzt am besten. Hier, da. Imperialer Veteraneninfant. What? Warte mal, habe ich nicht 304? Jetzt bin ich auf 305. Irgendwas stimmt mit der Anzeige dann nicht so ganz. Okay, haben wir noch einen. Ich schmeiß den Poacher raus, komm. Dann schmeiß den Poacher raus. Schaut euch diesen Vasallenschwarm an, oder? Es ist doch behindert. Also, das, na, sorry, das will ich nicht als Schimpfwort benutzen. Es ist doch belämmert. Ja, es ist doch belämmert. Guck mal, der kommt auch noch. Dude, ich brauch dich. Ich freue mich so, dass du da bist. Skillpunkte für wen? Nee. What happened? What happened? What happened? Was passiert? Doch, warte mal, da war was. Hier, da, Ingenieurskill. Ho, 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 ho. Okay, schneller bauen. Cool. Schneller bauen ist super, super nice. Also eigentlich wollte ich auch, oder ich war auch immer wieder auf der Suche nach, ja, tatsächlich hat Damage bekommen, ne? Hat auch Damage bekommen und hat auch Damage bekommen, ne? Ja, aber wir schaffen das trotzdem. Alter, der repariert sehr schnell, ne? Guck mal hier, 86 Mann, der baut auch keine Armeen auf, ne? Ja, der muss irgendeinen Skill haben, dass er da mehr Damage macht. Das könnte noch ein bisschen knapp werden. Bums hier bitte nochmal ein bisschen Punkte rein. Haben wir noch irgendeinen in der Nähe, den wir mit reinnehmen können? Nee, nicht wirklich, ne? Okay, alles klar. Aber wir bauen ja jetzt auch schneller. Dann scheint er aber auch schneller zu reparieren. Guck mal, die treffen auch gar nicht richtig. Achso, die haben auf die Mauer geschossen, oder was? Ich kann die aber nur in die Reserve reinschicken. Das ist ein bisschen doof. Man wenigstens gut Damage an den Mauern. Wobei es jetzt natürlich ärgerlich wäre, wenn er mir eine Ballista weg, so ein Trebuchet wegschießt. Aber ich will das auf gar keinen Fall mit der, was passiert jetzt? Ich will das auf gar keinen Fall mit regulären Belagerungsmaschinen machen. Okay, pass auf, du baust jetzt noch einen normalen Onaga, weil der schneller da ist. Du bist hier auch noch bitte ein Onaga, weil der schneller da ist. Das ist auch noch ein Onaga.
Schaut euch die Geier an, ey. Okay, Tor ist auf. Gut, wir haben zwei Breschen drin. Das reicht mir. Speichere das bitte. Das sollte jetzt klappen. Okay, da ist halt echt... Da ist noch der Jason drin mit seiner Riesenparty. Ey, unfassbar, ne? Also, auf zum Griff. An zum Griff, zum Aufgriff, auf zum Griff, auf zum Angriff. Da trinke ich noch einen Belagerungskaffee und dann ist gut. Dann trinke ich auch heute keinen Kaffee mehr. Schwarz und lecker. So. Autodeploy Beginn ist Halt. So, ich habe diesmal sogar meinen Bogen dabei und mein YOLO-Schwert. Ich muss mal gerade schauen, was meine Jungs hier machen. Also sobald man eine halbwegs brauchbare Armeegröße hat, ne? Es ist so viel besser. Ja, oh shit. Warte mal. Ja. Mach mal den Schild. Achso, ey. Alter, das sind so Sniper, ne? Ja, das ist ganz gut. So locken wir ihn wenigstens auch so ein bisschen hier aus der Deckung raus. Blöd, ey. Ja, wir haben Zeit, Das Gemetzel wird hier noch am Start sein. Auch wenn wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Boah. Ey, sag mal, da zieht er genau in dem Moment den Kopf weg. Okay, gut, weil den jemand anders erschossen hat wahrscheinlich. Okay. Boah, habt ihr das gesehen, ey? Der Typ hat doch Katzenreflexe. Sag mal, war der Papp von dem ein Tiger oder was? Ey. Du jetzt merkst das, ne? Opportunistische Mistkerl, ey. Ja, tanz noch ein bisschen für mich, Baby. Oh. 73 Damage. Oh Mann, ey. Alter, der Typ ist evil. Gut, ich meine, er hat doch genug Zeit gehabt, um zu treffen, aber ich habe ihn gerade ja mit meinem Bogen getroffen, ne? Ey, was für ein Mist, was für eine Mistratte. Die Drecksfilzlaus, ey. Erinnere mich bitte dran, dass ich den Typen halt nachher nackt über dem Tor aufhänge. Boah, knapp daneben. Da habe ich extra versucht, die Bewegung mit einzukalkulieren. Okay, gut, alles klar. Nimm das Schwertchen. Aber hol auch mal das Schild mit dazu. Den Schild mit dazu. Das Schild, ja, das ist ein Stoppschild, was ich hier in der Hand habe. Beziehungsweise so wie ich hier kämpfe, ist das eher so ein Vorfahrtgewehr, ein Schild, was ich da mit mir rumtrage. Hier, so ein Ding hat er mir eben auf die Brust geschmissen, ey. Was für ein Mistkerl. Boah. Hüpfen ein bisschen schneller. Aha, guck mal, da lösen sich schon auf. Erste Ausfallerscheinung hier bei unserem Gegner. Sogar die Leichen haben keinen Bock mehr hier rumzuliegen in dieser Stadt.
wenn ich irgendwas gelernt habe, dann, dass man hier immer mit erhobenem Schild reinlaufen sollte, weil die campen ganz gerne mal hier um die Ecke. Oh, wir haben gewonnen. Und ich habe das überlebt. Ist ja merkwürdig. Krass. Nice. Okay. 2 Kills gemacht, immerhin. Aber wir haben auch ein paar Leute angeschossen, ne, die dann halt nachher runtergefallen sind. Guck mal, die Kader fragte wieder 38 Kills. Aber auch immer mittendrin statt nur dabei, ne? Kabamba. Krass. 299. Jo, 5 Gorillas können wir noch in die Armee mit reinnehmen. Das ist echt so ein bunter Völkerhaufen, den wir hier spielen. Und nehmen noch irgendeine Kavallerie mit. Asrei Mamelukenkavallerie, warum nicht? So, wie viel haben wir da? 260 geht. Es hat einen Grund, warum ich jetzt nicht alle mitnehme. Weil ich langsamer werde, wenn ich da über dem Limit bin. Und ihr wisst ja, wie viele Truppen gerade um uns drumherum stehen, ne? Also, just saying, ne? Vier gehen noch. 1, 2, 3, 4. 160. Passt genau. Ach, Borcher of the Forest People. Das ist so krank einfach nur. So krank. Okay. Dann sage ich hier erledigt. No. Dann nimmst du das bitte noch mit. Dann sagst du mir bitte hier. Mach mir bitte schnell einen Speicherstand. Ich sehe nämlich auch gerade irgendjemanden so in der Peripherie rumhampeln, der da selbstmordgefährdet auf der Brücke steht. Okay. Das sind Villager von Salm. Okay. Haben 13 Verteidiger drin. Usair. Okay, pass mal auf. Wenn wir da jetzt reinlaufen. Der geht halt viel zu schnell down. Da wäre ich wahrscheinlich auch so nicht rechtzeitig da gewesen. Ich muss da tatsächlich jetzt auch hier ein paar Truppen reinbasteln, ne? Bau den mal aus. Wir müssen jetzt die Mauern reparieren. Dann machst du bitte Irrigation, also Bewässerung. Und dann gibst du der Stadt mal bitte irgendwie so 30.000 oder so. Das reicht sogar erstmal. Jetzt können wir mal überlegen, ob wir noch hier. Wo haben wir das denn hier? Ja, das will ich ja nicht. Go to the keep, manage garrison. Okay. Ja, das ist echt wenig. Pass auf. Mach die Forest Bandits mal alle da rein. Lass da so ein bisschen was drin ist. Mach die Harami nicht rein. Ich guck mal gerade, was haben wir denn noch? Also die Elite-Kämpfer sollte man ja eigentlich schon mitnehmen, ne? Oder die High-Tier-Einheiten. Speermiliz, auch Miliz. Asrei-Veteranen, Speermiliz. Ne, die hätte ich schon ganz gerne dabei. Die haben ein Schild, die können wir gut gebrauchen in der Truppe. Vlandische Pikiniere und Vlandischer Sergeant, die machen wir mal da rein. Komm, mach den auch da rein. Die haben kein Schild, die können wir da spielen. So, jetzt haben wir hier immerhin 46 Mann drin. Wir haben 271. 33 Mann können wir noch rekrutieren. Okay, pass auf, dann gehen wir gerade bitte hier in die Party. Macht das mal von unten nach oben. Batanischer Scout. Ja, Asrei Infanterie, warum nicht? Asrei Archer, warum nicht? Ja. 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 Ja, macht die Skirmisher auch noch von mir aus.
die Förstexperten, okay. Sprutz. Da ist noch eine Asreikaf. Bei wie viel sind wir? 295, okay, 9 Einheiten gehen noch. Dann nehmen wir noch mit. Asrei Bauern können wir mitnehmen, die können wir in der Garnison lassen. Stimmt eigentlich, könnten wir fast machen. Ne? Wir könnten auch die, also die Asrei-Rekruten könnten wir da theoretisch auch drin lassen. Wie wäre es denn damit? Sollen wir die alle nehmen und alles hier in die Garnison reinpacken? Die Milizbogenschützen auf jeden Fall, ne? Kommen die Milizschwerkämpfer. I hate you so much. Die Förster können wir auch noch mit reinnehmen, oder? Ich mach das mal gerade auf. So, dann gucken wir mal, ne? Was müssten wir denn da jetzt noch großartig machen? Also ich bin eigentlich erstmal ganz zufrieden. Wir können noch in die Taverne gehen. Destor der Räuber, aha. Aha. Kohlbeiter. Und? Oh, krasse Schwester. Okay. Sie kann gut handeln und ist ein guter Steward, ne? Brauche ich aber zum Glück jetzt nicht. Aber ansonsten wäre die ein ziemlich cooler Held. Ja, wir gehen zurück zum Town Center. So, wir verlassen das Ding mal. Jetzt schauen wir mal. Kann ich den Unshit zumindest noch bequatschen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann weiß ich nicht, kann ich mit dir noch quatschen? Okay, dann kann ich mit dir... Nee, okay, willst du auch nicht. Dann machen wir Folgendes, dann lösen wir diese Armee jetzt, glaube ich, tatsächlich auf. Weil ich meine, der hat keine Städte mehr. Was will der jetzt noch machen? So, zaga, zaga. Boom, shagalaga. Genau, jag die mal. Ah, stopp. Unsere Siedlung Salm wird gerade angegriffen. Aha, okay. Ja, da läuft aber schon jemand hin. Da passiert, glaube ich, nicht so viel, ne? Ah, ja. Der Besitzer von Aska. Mhm. Das müssen wir jetzt lösen. Okay. Das ist eine gute Frage. Ich hätte die gerne für mich. Minus 31, minus 4 und minus 56. Achios. Okay. Der hat schon Immes gekriegt. Für den haben irgendwie alle gestimmt. Ich kann mir das jetzt aber nicht selbst holen. Das wäre aber das Popular Vote und ich könnte jetzt sagen, ich gebe es ihm, ne? Aber Litos hat, glaube ich, auch viel gemacht bei uns im Clan, ne? Der hat auch noch nichts. Gib ihm. Live long and prosper. Wir haben so viele Machtpunkte, wir können das ja immer noch entscheiden, dass wir dem das wegnehmen, ne? Oder? Ne? Können wir machen. Zum Beispiel bei ihm hier, bei Ukbar Castle, der ist ja so grantig, der Typ, ne? Da könnten wir das wahrscheinlich ohne Probleme machen. Ich könnte jetzt hier eine Armee aufstellen, das möchte ich ja aber gerade noch nicht machen. So, gibt es noch hier irgendwas eigentlich? Was ich machen wollte, jetzt nicht unbedingt, ne? Military Corona. Senate, never ever. Royal Privilege. Das können wir machen. Yes.
Dann kann ich jetzt alles overrulen, ist dann immer günstiger, ne? Okay, schöne Sache. Wie hat schon Caligula so schön gesagt, mögen sie mich hassen, solange sie mich fürchten. Er hat immer noch Kaschierer. Okay, pass auf, dann laufen wir mal hoch. Wir gucken erstmal selber danach im Rechten. Stopp, gibt es hier Nahrung? Ne, Pferdchen gibt es da, okay. Da gibt es Nahrung, da kaufen wir mal gerade ein. Kaufst du ruhig alles? Jetzt laufen wir mal da hoch. Da oben kann ja eigentlich nicht so viel passieren, oder? Ach du Scheiße. Ich muss weg. Was sind das viele? Oh, Vater. Das ist der teuerste Käse, den ich je gesehen habe. Geben wir auch so ein bisschen was von dieser 1000-Euro-Butter. 171 Nahrung ist unfassbar wenig. Ich brauche mehr. Der ist irgendwie aus dem Clan raus. War der grantig? Hier hin. Ja, okay, gut. Cool. Da ist erstmal der Trick Breaks Girl. Hey, hey, take you to party. Wie viel haben wir jetzt? 305. Geht das eigentlich? Stopp hier. Nee, geht nicht. Muss ich nur eine Einheit loswerden? Ach, das geht mir immer ein bisschen auf den Keks. Ja, das ist eine Kavallerie, ne? Auch Tier 1 Kavallerie behalte ich in der Regel auch ganz gerne. Das ist die einzige Tier 1 Einheit, die wir noch hier loswerden können. Also machen wir das mal so. Ach, stopp, wenn wir schon mal gerade dabei sind. Churik. Churik. Komm mal her. Sortiere den mal noch oben mit ein. Und den Achio oder Akir, den bitte auch noch. Also die Datteln da kosten so viel, da würdest du meinen, da ist ein Fernseher drin oder sowas. Nimm mal das mit, Kohle haben wir ja. 306. Boah, ich brauche auf jeden Fall mehr, denke ich. Aber warte mal, da war doch jetzt, da ist doch eben so ein Typ reingelaufen, den wir kennen. Da ist er, der Suterios. Legion of the Betrayed. Ja, passt ja dazu, der alte Verräter. Ich kenne den, glaube ich, wenn der ein schwarzes Emblem hier hat. Ich möchte da gerne was mit dir besprechen. Ah, ehrlich gesagt, vergiss es. Ich habe eine schnelle Frage. Okay, ehrlich gesagt, vergiss es. Alles klar, ja. War das nicht so ein komischer Typ aus Vlandia, den ich irgendwie hatte? Gynat of the Wolfskins. Reden wir mal mit dem noch. Hey, hey, Dude, ich habe eine Frage. Was hältst du denn von deinem Herrn? Rechtmäßiger König und so. Ah ja, okay. Ich kenne dich doch kaum. Ja, aber I am a man of honor. Na, findest du nicht gut? Okay. Ah, findest du auch nicht gut? Okay. Ja, dann können wir sie ja eigentlich schon vergessen, ne? Aha, siehst du mal.
Ja, war trotzdem nett, mit dir zu reden. Ich habe noch eine schnelle Frage. Vergiss es, alles klar. Gut, also da kann man nichts machen. Jetzt ist die Frage, wenn ich mal hier auf Leave klicke. Welche Armeen sind denn hier so in der Nähe? Warte mal, da gibt es Fisch. Da laufen wir schnell noch hin. Ah, guck mal, der haut schon mit einem Teil wieder ab. Oh, das Ding wurde platt gemacht. Okay. Lass mal gerade zählen. 70, 110, 160. Ah ja, cool, den kriegen wir. Also kommt mir, jetzt kann ich doch bestimmt den Typen anheuern, oder? Komisch. Okay, so, die hauen jetzt auch alle wieder ab. Gehen wir hier drüben hin, da gibt es Datteln. Ich brauche so 400 Nahrung Minimum. Okay, den 1000-Euro-Käse, den lässt du mal da liegen. Ansonsten, ja, die Butter auch und den anderen Kram nimmst du mit. Für 4000 ist jetzt nicht so, dass ich hier sparfuchsen muss, ne? Silbererz kann man nicht essen, Flachs auch nicht. Getreide kann man essen. Da laufen wir mal hin. Okay, ich bin schon mal ganz froh, das waren vorher mal mehr Leute. Wir werden jetzt, glaube ich, mal hier eine Armee zusammenrühren. Ah, das wurde überfallen, okay. Cool, dann mal hier hin. Das ist halt auch krass, ne, wenn der die Dörfer raidet. Ja, oder dadurch, dass er die Dörfer raidet, kriegt man halt hier keine Nahrungsmittel mehr. Und da ist natürlich in der Wüste Ende Gelände, ne? Oder beziehungsweise ist halt eine Wüste, ne? Ja, komm mit. So, da fehlen ja so 81. Okay, die Armee ist jetzt komplett mit 658. Das da waren 1500 da drin, ne? Pass auf, ich laufe nochmal hier runter. Okay, ich will jetzt nicht den längsten Marsch aller Zeiten durch die Wüste nehmen. Ich will zumindest nochmal gucken, ob ich hier. Wow, da gibt es auch nichts zu kaufen. Krass. Dann gehen wir mal nach Iyakis. Und dann laufen wir hier hoch. Da ist der Helmold. Danke, Helmold. Willkommen an Bord. Sonst eine Apples? Nee. Abhauen. Was gibt's hier? Wüstenpferde. Fisch. Na naja, gut, wir können noch mal gucken, ob wir da Fisch bekommen. Aber Liters, alles klar. Ja, super. 800 Mann, ey, mein Ding. Komm. Lassen wir noch einmal die Fritten fliegen wie heute Abend. Jorik von Habsburg wurde gefangen genommen. Von Ratagos, von den Sturgeons. Puh. What? Hä? Jesus. Okay. Pass auf, warte mal. Da ist auch ein Jorik dabei, aber das ist doch nicht unser Jorik.
was passiert denn da jetzt gerade? Hey, Vibon! Okay, er will doch kämpfen, ne? Ist das eine Schlachtreihe? Okay. Gucken wir mal. Jo. Footman! Move! Archers! Move! Form a wall! Horse archer! Forward! So, wir gucken mal, was hier oben so ist. Infantry! Move! Archers! Forward! Es wäre jetzt schön, wenn man halt so kleinere Gruppen bilden könnte und dann könnte man die Bogenschützen halt so hier oben verteilen oder hier oben, ne? Das wäre echt ein bisschen cooler noch, wenn das ginge. Boah! Scharfschützen am Start. Oh, der kommt hinterher. Alter, da hat der Typ hier den Busch des Glücks gefunden, oder was? Ich bleib dabei, die Typen sind tough. Genau, mal bitte das. Mal bitte sein Dingeling down. Ja, keine Sorge, da kommt noch mehr. Da hinten seht ihr es schon. Boah, hat er geblockt, ey. Wow, ich habe nicht getroffen. Hauptsache meine Dudes treffen. Boah! Ey! Fucking Heckenschützen, ey. Boah, der hat mich getroffen. Im Nacken, oder was? Wo? Ich bin beeindruckt, dass da so viele Leute noch ankommen. Du opportunistischer Dreckspenner, ey. Da kommt der einfach hier mit der Armbrust angeschissen. Komm mal kurz von dem Gaul runter. Jetzt lass mein Pferd in Ruhe. Und die Spaten schießen derweil auch noch munter in mich rein, ey. Down. Aber ich nehme hier noch alle mit, die gehen. Ey, also ohne Schwachsinn, ey. Dann schaue ich das an. Wir haben schon 200 Kills gemacht. Das ist, glaube ich, schon ganz gut.
Fug, ey. Ja, ich hätte die Kaff losschicken müssen. Aber dann habe ich wieder das Problem, dass mir die Kaff die ganze Zeit in meine Attacken reinreitet. Und dann rege ich mich darüber wieder auf. Wir werden 5 Kills gemacht. Ja, ist jetzt nicht so gut, aber ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Vielleicht brauche ich doch mal irgendwann ein Turmschild oder sowas. Naja. Ja, da rieseln jetzt noch ein ganzer Haufen Truppen da rein, ne? Und gewonnen. Krass. Ja, die anderen hauen alle ab, ne? Drr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 r